Hallihallo, ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bären Konga Crafts. Heute nähe ich für euch Eierwärmer in der Crazy Patchwork Technik, so wie die hier. Den Schnitt und die Schablonen dazu habe ich unter dem Video eingefügt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachpatchen und los geht's! Ich nähe zwei verschiedene Muster. So sieht das eine aus, was einfacher ist. Und so das andere. Hier wird in der Mitte angefangen, dann 2 ergibt die Linie für 3, 1 und 3 ergibt die Linie für 4 und so weiter. Den Schnitt und die Schablonen, die ich unter dem Video eingefügt habe, die sehen so aus. Da könnt ihr euch erstmal nachrichten. Wir brauchen 2 Quadrate Filz, die eine Seitenlänge haben von 13 mal 13 cm. Nun mit dem Marker die Kontur des Schnitts auf den Filz zeichnen. Und dann alle Ansatzpunkte von den Strichen markieren. Wenn wir das Lineal an den Ansatzpunkt legen, markieren wir auch den Endpunkt. Denn ohne Schablone wissen wir nicht, in welche Richtung wir das Lineal anlegen müssen. Deshalb Ansatzpunkt hier oben und Endpunkt hier unten. Und das bei allen Linien einzeichnen. Jetzt übertragen wir die Linien auf den Filz. So, erstmal die hier unten, die durchgehende Linie. Und bei dieser Linie, wenn wir da den Endpunkt nicht hätten, wüssten wir nicht, in welche Richtung wir zeichnen sollten. Und jetzt die Nummerierung übertragen. Wir fangen mit 1 an. 1, hier oben die 2, ergeben diese Linie hier. Dann 3, 1 und 3 ergibt die Linie zur Nummer 4. Und jetzt die beiden. Wir können erst die 5 anlegen und dann die 6 drüber oder die 6 anlegen und hier die 5 drüber. Ich mache hier die 5 und da die 6. Das gleiche machen wir mit der zweiten Schablone. Und auch hier Anfang und Endpunkte markieren. Mit dem Fünfeck in der Mitte anfangen zu nummerieren. Dann die 2. 1 und 2 ergibt die Linie zu 3. 1 und 3 ergibt die Linie zu 4. Jetzt haben wir hier noch 2 Linien, da ist es egal. Dann mache ich hier unten die 5 und hier die 6. Ich fange mit dem hier an. Wir holen unsere Stoffreste und schauen, was wir wohin setzen. Und bei 1 fangen wir an. Ihr müsst darauf achten, dass das Stoffstück rings um das Feld, hier 1, 1 cm größer ist. Das ist nämlich unsere Nahtzugabe. Diesen Zentimeter umknicken und mit dem Fingernagel falzen. Diese Linie ist die Nahtlinie. Das erste Stück feststecken. Nun kommt die Nummer 2. Und hier entlang wird genäht. Und hier wird auch das zweite Stück gefalzt.
Also so geht's mal nicht, weil die Nahtzugabe fehlt. Ziehen wir es nach vorne, fehlt's hier oben. So geht's auch nicht. Machen wir es so rum, fehlt hier ein Stück. Also ein anderes Stück suchen. Probehalber ansetzen. Ja, das sieht schon besser aus. Verschieben wir es etwas, dann fehlt hier ein Stück. Aber so scheint es zu gehen. Ja, so geht's. Und hier seht ihr, dass der Stoff 1 cm über der Linie von 2 drüber liegt. So muss es sein. Also dieses zweite Stoffstück rechts auf dieses erste legen, beide zusammen umknicken, so dass der Knick an der Linie entlang führt und mit dem Fingernagel falzen und in diesem Knick hier entlang nähen. Also im Prinzip näht ihr dann auf dieser Linie. Verriegeln braucht ihr nicht. Über der Randlinie anfangen zu nähen. Und bei dieser Querlinie, die jetzt kommt, hier gerade ein bisschen drüber nähen. Jetzt umschlagen und entweder darüber bügeln, wenn der Stoff sehr verknittert ist, oder einfach nur glatt streichen, so wie ich. So, und jetzt kommt die Nummer 3. Das Stoffstück wird hier an dieser Linie festgenäht. Jetzt wieder ein neues Stück Stoff ausprobieren. Auch hier immer dran denken, rechts auf rechts zu legen. Passt. Hier liegt genügend über der Linie drüber. So, und dann, man sieht den Falz schon vom Umknicken. Und in diesem Falz entlang nähen, bis kurz vor dieser Linie zu Feld 4. Wieder umklappen und glatt streichen oder bügeln. So, und jetzt einen Zentimeter über dieser Linie hier den überschüssigen Stoff abschneiden. So haben wir es einfacher, das nächste Stück Stoff anzulegen. Diese nächste Linie zu Feld 4 falten und falzen. So, hier entlang wird nachher genäht. Das nächste Stoffstück. Ja, passt. Und alles zusammen an der Linie umfalten und hier in der Falte entlang nähen. Und auch hier wieder mit 1 cm über den Linien zu 5 und 6 abschneiden. Nun das nächste Stück, Nummer 5, genau wie die anderen auch. Und auch hier bei der letzten Linie mit 1 cm Überstand entlang abschneiden. Das letzte Stück Nummer 6 genauso. Rechts auf rechts ansetzen, falten und in der Faltlinie entlang nähen.
Jetzt bügeln, und zwar immer in die Richtung, in der wir den Stoff geschlagen haben. Das ganze Teil umdrehen und den überstehenden Stoff am Filz entlang abschneiden. Und jetzt den Schnitt auflegen. Ihr könnt auch noch ein wenig ausrichten. Mit ein paar Nadeln feststecken. Dann ringsum ausschneiden. Dann die Nadeln entfernen. Und fertig ist das erste Außenteil. Nun das nächste, das wir anders machen. Ach ja, und diese Eierwärme, die könnt ihr auch mit normalem Stoff machen. Bisschen Filz hinten dran zur Polsterung oder mit Volumenvlies. Geht genauso gut. Diesmal habe ich die einzelnen Blöcke ausgeschnitten. Jetzt einen Teil nehmen und auf die rechte Stoffseite so legen, dass ringsum 1 cm Rand stehen bleibt. Und das mit allen Teilen so machen. Immer dran denken, immer auf der rechten Stoffseite auflegen und ausschneiden, da die Teile ja auch rechts aufgenäht werden. Und damit nichts verloren geht oder sich verschieben kann, könnt ihr die Papierteile auf die zugehörigen Stoffteile aufstecken. Fangen wir mit Nummer 1 an. Das Stoffteil wird so aufgelegt wie vorgegeben, so dass ringsum ein gleichmäßiger Rand stehen bleibt. Und feststecken. Die Linie zu Nummer 2 falten. Jetzt das Stoffteil Nummer 2 nehmen, also so muss es hin, und rechts auf die 1 legen. So, mal probieren und ihr seht, es steht gleichmäßig 1 cm über. Jetzt beides an der Linie falten, damit wir wissen, wo wir nähen müssen. Und jetzt hier entlang nähen. Die Nahtzugabe könnt ihr zurückschneiden, ihr müsst es aber nicht. Nun kommt die Nummer 3 an die Reihe. Mit der Schablone vergleichen, jawohl, stimmt, und genauso verfahren wie mit den anderen Teilen auch. Also falten und falzen und nähen. Jetzt kommt die Nummer 4. Dann die Nummer 5 und zum Schluss die Nummer 6. Genauso falten, falzen und nähen wie zuvor die anderen Teile auch. Nun sind alle Teile aufgenäht und können gebügelt werden. Wie auch vorhin schon gesagt, immer in die Richtung, in die wir die Teile umgeschlagen haben. Hier den Schnitt auflegen, dann feststecken, ausschneiden, Nadeln entfernen und das zweite Vorderteil ist fertig. Und hier nochmal zum Vergleich. Jetzt müssen wir noch das Innenteil nähen. Dazu einen Stoffrest von ca. 26 x 13 cm nehmen, doppelt legen, den Schnitt auflegen,
feststecken und ausschneiden. Nadeln und Schnitt entfernen. So, jetzt jeweils ein Vorderteil und ein Innenteil rechts auf rechts zusammenlegen und hier entlang zusammennähen. Ihr könnt vorher stecken oder gleich nähen, wie es für euch am einfachsten ist. Also hier entlang nähen. Anfang und Ende verriegeln, also am Anfang vor, zurück und wieder vornähen. Und am Ende auch verriegeln, also zurück und wieder vor. Nun kommt der Aufhänger oder Anfasser dran, so wie hier. Dazu vom Satarband oder einem anderen Band, was euch gefällt, ihr könnt auch ein Webband nehmen, ungefähr 8 cm abschneiden. Die Schnittkanten mit einem Feuerzeug verschweißen. Auf ein Ende Kleber drauf, das Band zur Schlaufe legen und die Enden zusammendrücken. Um die Mitte zu ermitteln, den Schnitt nehmen und hier, wo das Band dazwischen kommt, markieren. Nun mit ein paar Stichen hier knapp kantig festnähen. Die beiden Teile rechts auf rechts zusammenlegen, so dass Außenteil auf Außenteil und Innenteil auf Innenteil liegt. Und hier im Innenteil muss eine Wendeöffnung freigelassen werden. Und diese zeichnen wir mit Hilfe des Schnittmusters ein. Also dieser Abschnitt hier, der bleibt frei. Der wird nicht genäht. Und nun stecken wir. Darauf achten, dass hier diese Nähte exakt aufeinander liegen. Jetzt den Rest ringsum stecken. Und nun ringsum zusammennähen und dabei die Wendeöffnung offen lassen. Hier bei der Markierung anfangen, am Anfang wieder verriegeln. Hier bei der anderen Markierung verriegeln, also zurück und wieder vornähen. Die Nahtzugabe etwas zurückschneiden, bis auf die Wendeöffnung. Die bleibt so. Und hier bei der unteren Kantennaht bis kurz vor der Naht rechts und links einschneiden. Und auf der anderen Seite das Gleiche. Dadurch legt sich der Stoff nach dem Wenden besser. Durch die Wendeöffnung wenden. Die Kanten von innen schön rausholen. Ich nehme dazu gerne solch ein Falzbein, weil es schön glatt ist und den Stoff von innen nicht zerreißt. Ja, so und jetzt? Genau, jetzt wieder gut
Bügeln. Die Wendeöffnung nach innen streichen und Anfang und Ende mit Nadel markieren. Und nun könnt ihr die Wendeöffnung entweder hier entlang mit der Maschine zunähen oder mit der Zaubernaht schließen. Den Innenstoff nach innen stülpen, sodass er nicht mehr unter der Unterkante vorschaut. Und damit ihr es einfacher beim Nähen habt, wieder richtig die Unterkante gut bügeln. Und zu guter Letzt die Unterkante knappkantig abnähen. Ich orientiere mich hier an dieser roten Markierung von meinem Füßchen. Und am Anfang bzw. Ende wieder angekommen, verriegeln. Und fertig ist euer Crazy Patch Eierwärmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!